Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Green Hill Spirits of Amazonia. Weiter geht's an dieser Stelle. Ich habe mich tatsächlich keinen Meter bewegt seit dem Ende der letzten Folge. Habe mich allerdings etwas schlau gemacht, wo hier. Hoppala. Oh mein Gott. Oh Gott. So. Ein paar Legenden sind. Und zwar eigentlich ganz in unserer Nähe. Hier unten ist, müsste eine sein bei 4318. Da machen wir uns als erstes mal hin. Da schleicht ein Eingeborener durch den Wald. Er sucht sein kaputtes Lager, was wir letzte Folge da kaputt gemacht haben. Entschuldigung. Aber wenn du willst, kannst du mal an meiner Stammesaxt schmecken. Wenn du hier Stress machen willst. Was habe ich gesagt? 43, 18. Hoppala. Also einfach nur nach Süden. Zu dem Eingeborenen hier. Ne, mach den mal standardmäßig mit dem Bogen, wenn er dir auf den Sack geht. Wo sind der jetzt hin? Was denn? War das kein Headshot? Stirb! Oh. Danke, darf ich mal den Pfeil aus deinem Kopf wieder haben? Na. Wo ist der dritte? Es waren sogar vier, ne? Ah, hier ist er. Sehr gut. Süden. Ist das sauber hier? Was ist das hier für ein Sturzbach? 4316, wir müssen tatsächlich auf 18, also direkt nach Süden. Aber hier ist alles sauber, sagst du? Schmutzig, ja, schmutzig kann ich mit umgehen. Ach, guck mal. Cool. Meat well protected from claws will be a real treat. Fleisch gut geschützt vor Klauen. Ein Hinweis auf das Fleisch, was wir brauchen. Also zum Opfern nehme ich an. Das kann ja wieder lustig werden. Rauszufinden, was die jetzt von uns wollen. Das ist nämlich immer ziemlich, ziemlich kryptisch. So, warte mal, hier ist gleich noch eine in der Nähe. Gar nicht so weit weg. Und zwar bei 4617. so hier. Da sind wir ja fast dran vorbeigelauncht. Aber wenn die Dinger mitten im Dschungel sind, mein Gott, wie lange willst du da suchen, bis du alle hast? Das geht nicht. Wir müssen tatsächlich Westen. So, gehen wir doch mal hier durch. 4617, wir werden schon irgendwann ankommen. Ah ja, hier ist tatsächlich der
Oh, hier waren wir sogar schon beim Jeep, ne? Den es hier nicht gibt, denn sonst lag ja immer hier in der Jeep. Wo die Drogenjungs wahrscheinlich ein bisschen von der Straße hier abgekommen sind. Oder was man Straße so nennen kann. 46. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns schon mal ein paar Pilze gönnen. Bisschen Wasser. Ja, mega. Da sind wir doch wieder richtig gut aufgestellt. Das schaffen wir doch locker noch. 46, 17, hast du gesagt. Laufen wir ja eigentlich genau drauf zu. Oh Gott. Ah. Schon wieder so ein Wasserloch. Er tut mal wieder so. Look for the bones of his victims in his lair. Jetzt würde hier die Felsen nicht hochkommen. Das ist, glaube ich, da waren ganz viele Knochen. Als wir in der letzten Folge. Ja, das ist der Hinweis auf die Höhle. Wo die ganzen Knochen rumlagen bei dem Opferaltar. Also, wenn du weißt, worum es geht, erschließen sich mir die. Diese Hinweise auch, aber nur anhand der Hinweise rauszufinden, wo du jetzt da wohin musst, wow. Das finde ich schon immer relativ knifflig. Gibt es hier noch ein paar Pilze für mich? Ich als alter Pilz-Junkie würde gerne noch ein paar von den blauen Dingern mitnehmen. Nö. Das sieht echt nicht gut aus. Okay, dann müssen wir mal so langsam wieder drüber nachdenken, wo wir unser nächstes Lager aufschlagen. Nicht, dass wir hier wieder mächtig in Stress kommen. Wir sind jetzt hier. Das heißt, hier hoch zur Höhle wäre es nicht weit zum Schlafen. Oder wir versuchen jetzt noch, hier runterzukommen und gehen direkt nach Hause. Das könnten wir auch machen. Ja, ich glaube, das versuchen wir noch. Das wird schon wieder ein bisschen knapp, aber wir machen mal direkt nach Süden jetzt. All dieweil wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann zu Hause uns aufgepäppelt haben, direkt nach Süden ist auch wieder schlecht. Aber dann können wir von da aus besser auf die neuen Legenden, die wir noch vergessen haben, drauf losgehen, ist dann näher dran. Süden geht schon mal. Ich hoffe, wir kommen hier auch so halbwegs. Halbwegs weiter. Drecksschlangen ewig. Schon lange über kein Kind mehr gestolpert. Eins müssen wir noch abholen, ne? Das war da ganz, ganz, ganz im Westen. Bist du noch nach Süden? Ja. Das passt soweit. Ey, hier trappelt so viel. Wie denn hier? Ich glaube, wenn du weiter nach Süden willst, musst du hier rum. Hoffe ich zumindest. Dass das richtig ist. Ist hier eine Banane?
Nee. Banane würde ich schon mitnehmen, wenn es eine gäbe, aber hier ist nichts. Drei Bananenbäume, keine Banane. Scheiße. Sehen nicht. Und wo kommt er denn? Ach da. Nein. Oh. Das war wieder der erste Panikpfeil, ne? Der geht immer ein bisschen so hin. Um Gottes Willen. Mensch. Hier, da hat er sein Essen noch liegen. Eieieiei. Oh. So. Den findest du, glaube ich, nicht wieder, ne? Hier, dein Pfeilchen. Wo bist denn du jetzt? Oh, er sagt nicht, der hat mich schon wieder gesehen. Wo läuft denn der hin? Hier bin ich. Oh, Scheiße. Jammert der. Alter, Jaguar, Krieger, was ist denn hier schon wieder? Ich will doch eigentlich bloß nur mal relativ zügig nach Süden. Ist hier noch einer? Da. Nö. Hier. Mein Gott. So. Achso, warte mal. 45,20. Lass mal kurz gucken, wo hier gleich wieder Land unter ist. Ah, wir sind bald da, würde ich sagen. Da wird es aber auch Zeit. Schlange? Nein. Hier. Warte mal. 46,21. Fast schon 22. Das muss ganz da unten bestimmt. An dem Wasserfall. Ganz am Ende des Flusses muss es sein. Da gibt es auch noch was gerade zu biegen. Aber das wird, glaube ich, zu eng. Mal auf die andere Seite rüber. Geht das auch irgendwie fieberfrei oder nicht? Sieht gar nicht so aus. Da vielleicht. Hätte ich ein bisschen geschickt ausnahmsweise mal anstellst, aber es wird jetzt auch dunkel. Verdammt. Shit. Ich dachte, ich bin etwas schneller. Aber wir wissen schon mal, wo es ist. Jetzt ist hier oben noch ein Dorf. Ich werde irre.
Maler Ingo. Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Oh Gott. Habe ich das jetzt geschafft? Scheiße, wir müssen jetzt da rüber, müssen wir. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hoch. Doch mir ein Fieber eingehandelt. Juhu. Da latscht schon wieder ein Eingeborener durch die Gegend. Es geht auch niemals richtig glatt, ne? So, jetzt hier hoch und dann über den Baumstamm nach rechts weg. Hoffen, dass der Eingeborene jetzt hier nicht noch rumlatscht. Hier, wenn möglich, auch keine Schlange wäre. Da müssen wir uns schon wieder ein bisschen beeilen. Oh Gott, oh mein Gott, fall ich auch noch runter jetzt. Scheiße, im Dunkeln hier schon wieder durch den Dschungel latschen. Schlange? Keine Ahnung. Also bin ich alles täuscht, sind wir auf dem richtigen Weg. Richtung Heimat. Hoffe ich. Wenn jetzt was beißt, Pech gehabt. Also hier müsste der Durchgang eigentlich jetzt kommen. Ansonsten bin ich echt auf dem Holzweg. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ja. Ich bin richtig. Jedes Mal selber mit euch. Ganz ehrlich. So, hier ist das Wasserloch. Jawohl. Ah, also. Ist jetzt hier irgendwie das Dorf kommen? Oder sehe ich das falsch? Ah. Da ist das Dorf, das heißt, wir sind hier zu Hause. Dann können wir erstmal das Fieber wegschlagen. God, I'm thirsty. Ja. Ist genug zu trinken zu Hause. Beruhig dich. Oh, das war ja schon mal wieder relativ knapp. Oh, komm, trink einen Schluck. Hier kannst du den ganzen Bottich leer saufen von mir aus. Und dann hau dich erstmal kurz hin. Wo ist das Bett? Da. Schlaf das Fieber weg, mein Guter. Oh, schön, lass durchziehen, bis wieder hell ist. Ah, oh, herrlich. So ein Schläfchen ist doch immer was Feines. Haben wir hier noch irgendwie was? Nö, viel zu essen ist jetzt nicht gerade da. Aber es ist noch jede Menge in der Tasche. Das ist doch gut. Fett. Das ist nicht so geil. Kohlenhydrate könnte ich mal ein paar gebrauchen.
verschütten kann ich das nicht, ne? Weil hier immer noch Parasiten drin sind. Aber ich hoffe, wenn ich jetzt sauberes Wasser da reinfülle. Ja, nicht mischbar wird. Wie denn? Wie kriege ich denn die jetzt wieder leer? Das ist doch Arschlochverhalten. Wegschütten kann ich nichts, aber raussaufen kann ich, du. So. Entschuldigung, aber mal ehrlich. So, jetzt mal bitte hier sauberes Wasser, volles Rohr. Und hier auch. Sehr gut. Sagen die Werte. 7 Uhr morgens. Ich brauche ein bisschen Fett tatsächlich. Ja gut, ist kein Problem. Und Kohlenhydrate. Gucken, ob bei unten noch eine Banane rumfliegt. Ja, komm, nimm sie mit, wenn sie hier schon rumliegen. So, wir machen uns gleich wieder hin. Dass wir da noch ein bisschen was schaffen am Fluss. So weit war es ja nicht und im Hellen geht es doch ein bisschen schneller. Guck mal, hier in meinem Lieblingsbaum hängt auch direkt das Bananenfrühstück, das uns noch fehlt. Wir sind natürlich ganz schön schwer. Ganz schön schwer. Kann ich was hier lassen? 10.000 Federn. Sekunde. Ja klar, ist ein Igel. Schmeiß das aber bitte einfach hier mit dazu. Federn? So, komm. Lass wir noch ein bisschen was schaffen, zischen wir jetzt auch direkt los. Da war wohl noch einer. Schastanigel. So. Auf geht's. Hier kannst du auch mal ein bisschen rennen. Ich glaube, hier hast du wirklich selten mal eine Schlange. Lauf mal ein Stück, geht schneller. So, blaue Pilze. Ja, fein. Da ist noch einer, ich sehe ihn. Ich sehe ihn ganz genau. Sehr gut, auf geht's. Können wir gleich noch oben das Lager ausräuchern. Die, naja, viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Machen wir schön gemütlich. Kein Stress. So, hier musst du wieder ein bisschen gucken nach Schlangen. Ist wir hier richtig? Oh Gott.
Stirb doch mal. Spielverderber. Noch mal eine Pfeile, die schungern wieder. Hast sowieso schon wieder ein paar gelassen, muss ich sagen. Oh Gott, gleich der nächste, wa? Der sucht seinen Kumpel. Vierundvierzig, wir müssen. Ja, so 46, 22. Nee, hier ist alles in Ordnung. Siehst du ja, ne? Kannst wieder abzischen. Ich bin doch falsch jetzt gelatscht, oder? Bin echt unsicher. Ich muss noch mal gucken. Ich krieg's so nicht geregelt. Ja, doch, hier um den Felsen rum und gut ist. Oder bin ich hier schon wieder auf Molzweg? Schlange hier irgendwo. War schon so lange keine mehr, normalerweise. Kommt jetzt hier der Fluss oder bist du hier schon wieder total falsch? Eingeborenen hier überall, ne? Was haben die hier eigentlich zu suchen? Das ist mein Dschungel. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Da bin ich blind. Da. Steht da rum. Ja, noch theatralischer. So. Zwei, drei, vier. Ist irgendwie schon wieder falsch abgebogen hier, oder? Ja, wir müssen dem Fluss jetzt eine ganze Ecke folgen. 50, 21. Nein, was denn jetzt? Wieso? Was? Ich lese es gleich nochmal. Sorry, warum bin ich denn jetzt vergiftet? Oh Gott. Ach, die Bienen, Hilfe. Scheiße. Ah, Mann.
Hier oben ist die Brühe wieder vergiftet, ne? Naja. Da hat mich jetzt die Dusche echt von abgebracht. Nee, so geschickt bist du nicht. Das schaffst du nicht, da drauf zu springen. Oh, sehr gut. Oh, wie wir jetzt wieder das Problem mit dem Fieber haben, ne? Ist echt... Nein! Mann, hier ist eine Schlange! Oh mein Gott, Hilfe! Oh, Scheiße! Hier ist ja schon wieder was los, ey, Leute! Oh Mann! Fieber. So eine Knochensuppe. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder nach Hause zu latschen, ehrlich gesagt. Aber ich fürchte, das wird nicht anders gehen. Schön, dass du an die Schlange gedacht hast. Ich sehe zu, dass ich vielleicht noch nach Hause komme, obwohl das jetzt schon echt knapp werden könnte. Und wir machen hier in der nächsten Folge an dieser Stelle dann weiter. Ich versuche mich da nochmal aufzupäppeln. Was hat er jetzt mal das Fieber? Das war aber auch mies. Ne? Mit dem Wasserfall. Scheiße, ey. Soweit so gut nochmal aufgepäppelt. Ich denke, wir kommen da so nach Hause. Ich glaube, da hinten kannst du jetzt auch durch, ne? War das nicht so? Ja, Leute, wir versuchen es nochmal schnell zusammen. Uns durchzuschlagen. Wenn wir dann safe auf dem Weg nach Hause sind, dann... Spinne schon wieder hier. Da ist schon wieder die nächste Schlange. Heute meint es der Dschungel echt nicht gut mit uns. Vielleicht kriege ich ja dann mal auch den Weg hier lang hin beim nächsten Mal. Das ist nicht so weit, aber ich habe mich tatsächlich schon wieder auf ersten 3 Meter verlaufen. So Leute, hier passiert uns nichts mehr, ne? Der Weg nach Hause ist ja klar, durch den Tunnel da wieder. Und da mache ich mich nochmal frisch. Das war ja schon wieder was. Bitte, Leute. Trotzdem freue ich mich aufs nächste Mal. Und hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge. An der Stelle mal vielen Dank für die ganzen Kommentare und Likes, ne? Echt super. Wir haben tatsächlich eine Menge Spaß hier zusammen bei Green Hell. Das freut mich. Und ja. Hat es euch diesmal auch wieder gefallen? Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Freue ich mich sehr drüber. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge bei Green Hell. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. So, wo ist denn hier jetzt? Da. Wasserstelle. Das wird schon. Tschüss.